Hallöchen. Ich bin jetzt erwachsen. Du hast die Prüfung astrein gemeistert. Ich habe es ganz allein geschafft. Ja, das hast du. Und damit herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir haben im letzten Part den Pilgerer oder so hieß er, glaube ich, gemeistert. Und davor haben wir die Feuerprobe gemeistert. Und jetzt kommt die letzte Probe. Und zwar müsste die hier drinne sein. Würde ich mal stark behaupten. Wenn nicht, ärgere ich mich. Oh. Jetzt sieht alles gut aus. Da ist noch einer. So, alles mitnehmen. So, wir dürfen nicht aufpassen, dass wir wieder dran vorbeirennen. Also, wir bleiben einfach mal hier immer so in diesen... Mir sind Libellen. Da ist er ja auch schon. Nein, bleib hier. Glutlibelle. Meiner. So. Hier geht's zur Prüfung. Ein Hylianer tritt zu der Prüfung der Crocs an. Geht das überhaupt? Ja, wird schon in Ordnung gehen. Magst du dich an der Prüfung der Crocs versuchen? Jawohl. Wirklich? Das, du machst es? Da hat sich ja die Frage ja gelohnt. Bei der Prüfung geht es um Folgendes. Du darfst dich einfach nicht im Nebel verlaufen. Hä? Du wirkst etwas unzufrieden. Kein Problem. Du kriegst ja Hinweise von mir. Die Bäume, die Eisen verschlingen, weisen den Weg. Fühlst du dich nicht von ihnen angezogen? Na, alles klar, dann los. Warte mal. Nein, ja. Die Bäume, die... Kriegt man auch nicht raus, ne? Lass los. Gut, dann laufen wir jetzt die ganze Zeit so durch den Wald, auch kein Problem. So, wir sind jetzt hier. Gut. Wir müssen in die Mäuler gucken. Da hinten. Oh, warum geht's denn hier bergab? Mami! Warte, was ist das denn? Ah, der Baum steht also. Boah, Jungens! Mein Edelwild. So, da sind die erstmal wieder weg. Also, wir können ja auch mal. Was trinken wir jetzt? Lass mich doch einfach in meine Tasche. Komm, Garo. So. Gut. Da hinten. So. Mein Boblenhauer. Gut, okay, wir sind jetzt da hinten. Gut, okay, so schwer ist das dann doch nicht. Wie gedacht. Da. Und da. Da leuchtet was. Nein.
So. Verrosteter Schild. Verrostetes Schwert. Wobei ich lieber als die hell. Warte mal, dann gehen wir zu den Waffen. Wir legen mal. Die Waldlanze ist. Die Waldlanze ist gar nicht so kacke, oder? Nö, die ist sogar gar nicht so. Ja, weg damit. Weg damit, wir nehmen das verrostete Schwert und. Der Rostigen Zweihänder? Rostigen Zweihänder. Nehmen wir einfach mal mit, damit wir. Warte mal. Haben wir die ganzen verrosteten Sachen schon? Nein, haben wir noch nicht. Dann können wir das auch mal machen. Warte, wir gehen mal hier ein bisschen woanders hin noch. Hier auf diese freie Ebene. Wir lassen jetzt mal dich fallen. Dich fallen. Lass noch mal dich fallen. Und lass noch mal dich fallen und dich fallen. Waldschild machen wir erstmal. Speichern. Waldbogen haben wir auch noch nicht. Verrostetes Schild haben wir auch noch nicht. Und verrostetes Schwert haben wir auch noch nicht. Gut. Lalalalalala! Ich hätte gern aber. Komm, wir rüsten mal dich aus. Ausrüsten. So. Gut, was haben wir denn hier? Lege in mich ein altes Schild. Beschützt durch die Wiederkehrung der Monster. Gut, dann tun wir das, was er sagt. Toll! Gut, dann stellen wir uns mit dem Rücken nach da. Warte, muss ich das jetzt hier drin liegen lassen? Nein. Komm hier hoch. Dankeschön. Was haben wir hier in dieser tollen Truhe? Ein Bernstein. Wie viele Rubinen waren das jetzt, die wir geschenkt bekommen haben? 60? Weil wir sind jetzt, glaube ich, an den See hier hinten. Ja. Wir sind noch nicht auf den Inseln. Na, pst. Ich sag zurück. So. Und dann schauen wir hier hin. Was haben wir denn jetzt hier? Okay. Okay. Nee. So. Mal aus. Okay, das ist jetzt natürlich doof, ne? Da. So. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Oh. Dann legen wir jetzt dahin die Schatztruhe. Wie kriegt man das Floß jetzt weiter mit dem Blatt? Hm. Wie lenken wir denn? Nein. Jawohl. Gut.
So, komm her. Nicht reinrutschen. So. Und pam. Da taucht jetzt der Schrein auf. Da ist er ja. So. Kunjidaji. Was? Shidaji-Schrein. Würde ich jetzt mal behaupten. Was richtig ist, weiß ich nicht. Shidaji. Jidaji. Würde ich jetzt mal behaupten. Elektroscheibe. Verschießen Blitze. Wenn sie angegriffen werden, nutzen sie diese Reflexe, um umstehende Gegner zu schocken. Ich bin geschockt. Schauen wir mal, was jetzt hier drin ist. Ein antiker Riesenkern. La 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 la. Hi. Aber das war cool, das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Das hat wirklich Spaß gemacht. So, du hast ohne weiteres die Prüfung gemeistert? Ja, ich weiß. Lala, da, 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 blam, so. Genau, dann können wir an dem Part eigentlich noch. Dann rennen wir mal kurz irgendwo hin, um uns zu verlaufen. Anführungszeichen, Anführungszeichen, Zwinker, Zwinker. Und dann. Ja. Ja, dann verlaufen wir uns doch mal schnell. Oh nein, Hilfe, wo bin ich denn jetzt nur? Oh nein. Oh, Hilfe. Oh nein. So. Dann holen wir uns noch ein bisschen Ausdauer dazu gleich. Nur sagst du mir noch was? Narzikus. Glückwunsch, du hast die Prüfung der Crocs bestanden. Hast du auch den Segen im Schrein eingesagt? Ja, nee, ich bin einfach vorbeigelaufen. Gut. Ich frage mich trotzdem, was hier ist. Hier muss doch auch irgendwas sein. Hier ist bestimmt auch was. Weil ich habe keine Ahnung, ich habe auch keine Lust, eigentlich durch den Wald zu irren. Muss ich ehrlich sagen, also, ich sag mal so, wenn da was ist beim 100% Run, dann mache ich es natürlich, aber ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus und irgendwie blind dahin laufen, weil, ja, das kann man sich selber beantworten. So. Da sind ganz viele Frösche, Frösche. So. Was steht hier nochmal? Nichts, doch. Weg aus dem Wald, die Feuerprobe. Aber ich möchte gerne dahin. Hier drunter durch. Nee. Andere Richtung. Hier ist das Schwert. Wer da hält? Boah, bist du etwa der Held? Willkommen, Walter Krux. Ich hatte ein Bild im Kopf, wie der Held wohl aussieht. Aber du bist doch viel, viel heldenhafter. Aber es ist immer noch Luft nach oben. Und deswegen habe ich eine Prüfung für dich vorbereitet. Na, was sagst du? Solltest du meiner... stellst du dich meiner Prüfung? Juhu, dann bring mir bitte einen Stab der Eismagie. Du weißt schon, einen von diesen tollen Stäben, mit dem man sogar Monster einfrieren kann. Aber in den Händen können wir schon ganz viel Gutes bewirken. Ja, ich werde dran denken. Das ist eine Route. Warte mal, gibt's ja. Doch, hier. Sag mir, dass du einer bist. Weil da gibt's ja wirklich keinen. Warte mal.
Warte mal, sieht man den vielleicht bei den anderen? Warte mal. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann... ich weiß, dass hier safe einer ist. Und zwar... okay, die sieht man hier leider auch nicht. Aber hier leckt es... warum leckt das denn hier? Gut. Hier gibt's doch bestimmt auch irgendwo so ein Dingens. Für die Magie. Bin ich hier oben drinne? Wenn man jetzt hier... ja, nicht ganz oben. Ich meine jetzt... wo ist denn der Eingang? Was habt ihr hier? Ach so. Warte mal, wir können ja mal kurz austauschen. Die... ich hätte gerne die Lanze gegen das Großschwert. Meine Lanze. Hey, wo geht's denn jetzt hier rein? Ah, das war neben dir, wenn ich jetzt hier laufe, ne? Ja, unglaublich, aber ich möchte gerne jetzt mir erstmal austauchen, bevor ich hier irgendwas mache. Ist das klar? Habt ihr mich hier verstanden? Noch eine Quest. Oh, ich bin direkt bei der Held. Toll! Der werte Held besucht uns in unserem Wald. Ich habe eine Prüfung für dich vorbereitet, die dich stärker machen wird, Wetterheld. Du musst nicht kämpfen und die Prüfung ist auch nicht gruselig, aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Und zwar will ich ein Rumi sehen. Er leuchtet im Dunkeln und ist etwa so groß wie ich. Du musst mir nur ein Bild bringen, ein Bild oder so wäre schon genug. Vielen Dank, Wetterheld. Danke, dass du mir diesen Gefallen tun willst. Also, ich keine Ahnung genau, wo dieser Rumi lebt, aber sie sind sehr flink und leuchten angeblich ganz wunderbar. Ich würde zu gern mal einen davon sehen. Du auch? Du nicht auch? Wenn du mir einen Rumi zeigst, gebe ich eine Belohnung. Pilze, Schmilze. Haben wir dich eigentlich schon, oder? Nee, Foto bei der. Ja. Gut. Zuckerrohr. Wozu braucht man ein Zuckerrohr? Steht das hier? Dieses Genussmittel wird durch Rohrzuckerpflanzen gewonnen und ist Süßigkeit eine Gruppe. Okay, landesweitlich bei vielen Händlern verfügbar. Ja, Pilze haben wir auch alle, ne? Ja, Pilze hat man, glaube ich, sowieso alle, ne? Gut. Gibt's ja wirklich. Da. Ah, woher auch immer das Licht kommt. Ich hätte gerne mehr Ausdauer. Ja. So sei es. So, Ausdauer. Sehr schön. Und hiermit würde ich mich fürs Zuschauen bedanken und ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!